Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Ein Tag nachdem wir unseren kleinen Heiratsantrag gemacht haben. Und jetzt schreibt Levis: Gib diesen Ratschlag, weil ich dich mag und will, dass du in Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem jemand heiraten willst, musst du der Person ein Meerjungfrauenmal geben. Ach so. Keine Angst, jeder im Pelikan versteht die Bedeutung von diesem Amulett. Es ist eine alte Tradition in dieser Region. Viel Glück, Levis. Ja, das haben wir schon bereits gemacht. Sind wir im guten Abend Levis vorgestoßen. Okay. So. Wir haben das Problem, dass wir jetzt keine Spinke mehr bauen können zurzeit. Weil wir halt alles schon gemacht haben, ne? So, die Frage ist jetzt mal kurz schauen jetzt. Wir brauchen hier, Ziegenmilch wäre noch was, ne? Ziegenmilch oder Wolle? Glaube, die werden schon Aubergine. Oh, habe ich Auberginen angebaut? Habe ich Auberginen angebaut? Scheiße, habe ich Auberginen angebaut? Puh, gute Frage. Haben wir Auberginen angebaut? Ihr wisst es jetzt wahrscheinlich noch, ich weiß es nicht mehr. Wir haben Kürbisse. Doch, Auberginen haben wir angebaut, bin ziemlich sicher. Auberginen, doch, doch, die Auberginen haben wir angebaut. Doch, doch, wir haben Auberginen angebaut, da bin ich jetzt ziemlich sicher. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Das müssen die ersten gewesen sein, die wir angebaut haben. Ich denke schon. Gut, wir gehen mal kurz bei den Tieren durch. Nachher werden wir uns bei den neuen Tieren mal umsehen. Okay, wieso ist sein Hut da wütend? Den gefällt ihm was nicht. Ich weiß noch nicht was. Ach, das ist gar kein Eisenharz. Okay. Ich dachte, es sei ein Ei, was dabei ist ein Harztropfen. So. Okay, auch noch 4 Eier. Okay, irgendwas wird hier ausgebrütet. Ich werde mal schauen, was das sein könnte dann. So. Okay. So. Habe ich schon 9 Sachen hier? Ich werde dann auch an den Markt gehen mit 9 Eier. Viel mehr als 9. Scheiße, ey. Aber da gibt's ja im Endeffekt da trotzdem nichts Besseres. So, okay, dann gehen wir mal zum Kühen runter. Oh je. Habe ich mich letztens gemacht? Ja, ich habe schon. Okay. Milch von dir? Ja. Milch von dir? Milch von dir? Hallo? Oh, Milch von dir. So, okay. Die Milch haben wir mal. Okay, wir haben Freitag. Das heißt, es ist die Zigeunin ist da. Dann gehen wir mal hin und kaufen mal Saku bei Zigeunerin. Ja, die ist drüben. Es ist Freitag, wir können auch einen Sprinkler kaufen jetzt. Oh ja, stimmt, da war ja was. Sprinkler kaufen. Da könnt ihr doch mir anbauen. So. Tulpen, Wildkäfer, Mohn, Stein, Kaffeebohnen. 2.500, okay. Die bringen es nämlich, die geben extrem viel Geld. Und man kommt sonst nicht an die ihren. Außerdem hat der Schwab noch gemeint, ich soll noch in die Wüste gehen, da kann man was kaufen jetzt. Das ebenfalls jetzt ein sehr nützlich wäre. Ich denke, wir werden das mal kurz machen nachher. Wir haben dann noch 9.000 übrig. Dann das Sago kaufen können in der Wüste. So. Ja, komm. So, Sprinkler, sehr gut. Muss ich wieder mitnehmen, natürlich. Das fehlt uns natürlich noch zum zweiten Amulett. Daher. Kann man das verstehen? So, muss ich oben hin.
Mir fällt gar nicht ein, was das war. Mir fällt es gerade nicht ein. Aber es war etwas, was wir da brauchen von da. Und hoch. Oh nee, was? Achso, ist noch zu früh. Okay. Sagen Sie es gar nicht da. Feste Freundin. Dann kommt der Bus fahren. Könnte jetzt auch Zeugs verkaufen gehen, ne? Bis dahin ist sie dann bestimmt da. So, dann verkaufen das. Beide Blumen können wir gleich lassen noch. Du hast kaum Wein machen, okay. Werf die Sachen mal rein. Wein, 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 Wein. Ja gut. Nusswein. Ich glaube, das was ist. Warte mal hier drüben. Monster Root 26. Boah. Braucht schon ein bisschen was jetzt, bis es genug sind. So. 8:50 Uhr. Jetzt müsste ja die Pam langsam kommen. So, Pam ist 9 Uhr. So, steht sie jetzt oben? Ja, hallo, Pam? Da kommt sie an, ey. Sie angedackelt kommt. Also die Push-Fahne ist ja gleich sozusagen da, ne? Kann ich jetzt sicher kaufen. Ja. Boah, Busfahren, komm schon. Schon 10 nach 9. Jetzt ist da. Bin gespannt, was ich hier vom Herbst kaufen kann. Schon irgendetwas, wo ich wahrscheinlich heißt, braucht den ganzen Herbst, um zu wachsen. Manchmal kann ich das vorstellen. Wow, was ist? So, was haben wir hier? Rote Beete. Stimmt, die rote Beete brauchen wir sowieso. Oh, Sternenfrucht im Sommer. Rhabarber. Rote Beete. Ach du Kacke. Ja. Ja, jetzt kann ich natürlich düngermäßig wieder 10.540. Ja, ich brauche Dünger. Ja, zurück. Ich muss nur rote Beete kaufen. So, ich werde gleich kurz mal dem Schmied vorbeigehen. Gehen wir so unten drauf. Stadt. Wir haben ja hier noch Schnittholz, meine Spitzkanne auch noch verbessern. Ich glaube, den hatte ich schon, Hemmel Diet, oder? Ja, war klar. Hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn ich den nicht schon gehabt hätte. Und wieder eine Brombeere. So, der heutige Tag war extrem erfolgreich bis jetzt. Und wir haben jetzt 9:50 Uhr, nicht schlecht. Hi, willkommen. Hi, ich habe was vor, und zwar Qualitätsdünger. Viele denken, das sei totale Geldverschwendung. Ich finde es einfach, das gehört zum Luxus.
bis als Luxusgüter Dünger verwenden. Kann ich schaden. Wir sollten einiges mehr und bessere Waren kriegen. Und gerade bei den Sachen, die jedes Mal wieder kommen, lohnt sich das am meisten. Okay. Wo baue ich jetzt an das Ganze? Das machen wir hier mal frei. Ich brauche eh noch Heu. Sie auch über den Winter kommen dann. Und ich will auch schon mal jeden Tag dann wieder. Oh. Muss nachkaufen. Dachte ich schon, da kamen Geschenke vor. Leider eine Fehlanzeige. So. Okay. Dann den Sprinkler nehmen. Okay, jetzt mal dieses Feld bestellen. Okay, und jetzt muss kurz passieren. Bis gleich. So, hier sind wir zurück. Ich hatte wieder einen Anruf gehabt, da muss ich unterbrechen mal kurz. Aber jetzt sind wir wieder da. So, also ich war gerade dran, hier entsprechend für den Sprinkler zu bauen. Du bist dann hier rein. Sehr schön, okay. Dann, ja. Habe ich nochmal weg? Ah, jetzt nicht. Kann es sein, dass es nur passiert, wenn er in der Mitte im Zentrum steht? Kann durchaus sein, dass das der Grund ist. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann er abgebaut wird, wann nicht. Okay. So, dann rote Beete-Saat. Wir müssen ja schauen, dass der Sprinkler zurzeit reicht. Eine Spitzkanne hier noch. Ich glaube, ich werde die Spitzkanne dann auch mal verbessern bei Gelegenheit. Ich glaube, jetzt kommt das Gold wahrscheinlich dann, ne? Müsste eigentlich zuerst Gold kommen als nächstes. Für die Fuhr. Ich bin immer bis zum Gießen, okay. Okay, Käse ist fertig. So, Milch habe keine mehr dabei, oder? Nee. Ist was von Mais ready? Sollen wir es abernten? Sind nicht nach Hause, okay. Hier hat es auch noch Platz zum zum Säen, ne? Ich werde jetzt auch mal rote Beete pflanzen. Weil wir es können. Mein Gott. Warte mal, test mir gleich. Hallo? Jetzt hast du ja auch so weggehauen, unglaublich. Also ich habe keine Ahnung, wie das genau geht im System hier. Ja, kann man sagen, ich dachte schon. Da noch was rauskommt, aber kommt nichts mehr raus. Zum Glück haben wir einen Brunnen hier. Bei unserer Behausung. So. Mal kurz tränken hier. So. Gut. Jetzt habe
jetzt aber keine Eier mehr, die nicht gehen. Nee, alles klar. Die Früchte vom Baum holen noch. Drei Äpfel brauchen wir, glaube ich, so ich weiß. Die haben wir auch noch nicht. Hier könnte es sein in der Zwischenzeit. Nein, aber Diamanten müssen inzwischen auch ready sein. Ich glaube hier. Ja, zwei Diamanten. Okay, das war's dann schon wieder. So, im Moment haben wir echt wenig Batterien. Habe ich alle schon verkauft, oder? Ja. Ja gut. Das wohl jetzt mal Fahnenstange reicht, wo wir Sprinkler pflanzen können, müsste ich jetzt. Ja gut, das lassen wir. Ich habe nicht Lust, das hier von Hand das zu gießen, ganz ehrlich gesagt. Aber wir könnten eigentlich. Der Sprinkler der Warte, der ist ja eh hier. Ja. So, das war das Sprinkler. Wie wenn ich so eine Tat mache hier. So. Kann ich hier nämlich auch noch kurz die letzte Dünger noch verwenden. So. Man könnte hier noch einen rein. Noch Wasser. Und eine Beete rein. Oh je, das wieder nach Lust, wie ich die pflanzen möchte. Ich hoffe, ich kann die. Oh je, das habe ich da eingesetzt. Ich hoffe, ich kann die dann auch abbauen. So. So, tränken noch das Ganze. Okay. So, das war's dann aber auch. Gut, kaufen wir gleich, was wir können. Das ist okay, das Diamant, das hier. Und die Mayonnaise. Das hier noch, das hier noch. Die Brombeere, die können wir. Ja, die ist komm, die verkaufen wir auch. Aber ein bisschen Geld natürlich jetzt für die ganzen Sachen wieder. So. Ich denke, was über 10 jetzt können wir uns nicht mal verkaufen, ne? Aber so viel Ahorns hier. Die brauchen wir eigentlich für Bienenstöcke wieder, ne? Warte mal, wir haben Schatten, das sind die Sammler schon doppelt. Wir haben hier drüben ja auch. Sehen wir mal, wie viel wir haben. So, jetzt sind wir, kaufen wir mal. Okay, gut. Da, ihr könnt eh nicht sehen, wir haben kein Geld für den Bus. Wir haben halt gar nichts haben wir. Rote Beete, wir haben hier noch, oh, wir haben noch rote Beete. Ach du Scheiße, ey. Sommer. Süßkartoffel, Herbst. Herbst. Frühling. Herbst. Herbst. Ja. Wir können noch einiges anpflanzen, aber ich würde sagen, wir gehen doch mal schlafen jetzt. Und schauen, was uns denn am nächsten Morgen bringt. Ich brauche da unbedingt wieder was zum. Wobei, warte mal. Was können wir machen? Wir können noch kurz das Item verkaufen gehen, genau.
Da haben wir die Schlange mit uns mitschleppen. Wie kriegen wir den? 500. Bin gespannt, ob wir auch 500 kriegen oder ob es nur ein Fake ist. Steinbruch. Europal. Kupfer. Okay. Hier nur laue Ressourcen zu bauen sind. Kohle gefunden. Ist ja auch nicht so schlecht, ein Pilz. Ein gewöhnlicher Wort zu allem noch. Okay. Wow, wie uns so 52 gibt. Gibt es hier ein neues? Wie sie verarschen, hat das Galaxy-Schwert auch. Weißt du, er verkauft für 50.000. Das ist das Gleiche. Aber wieso sollte man hier andere, wieso man hier, sollte man viel weniger Schaden, plus 5 Gewicht, ne? Und sag ich mal 2 Jahre. Was? Plus 5, ist jetzt doch schwer, so Schwert. Ah, ist immer schneller. Das ist 90. Okay. Ja, aber eigentlich ist er total uninteressant. Ja gut, der will uns nichts geben. Gut, okay, ich würde sagen, dann werde ich mal die Folge für heute, wir gehen kurz alles abgeben. Binnen Tag. Dann ist die Folge zu Ende. Und dann ist ja, glaube ich, schon übermorgen dann der große Tag. Am Sonntag werde ich ja Abigail heiraten. Sie will ja alles organisieren. Mehr müssen wir weniger tun. Das verkaufe ich noch. Den Pilz hier. So. Das Kraut. Dem Opal. Gut. Jawohl. Okay. Dann die Übersicht. Naja. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.